Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Gilde Gold Edition, wo wir übrigens, wie ich gerade sehe, 73.000 Taler haben, weil wir ja natürlich großzügig vorgesorgt haben. So, wollen wir hier mal hier kommen, 40.000 hier, das ist ein Top-Angebot, das würdest du annehmen an meiner Stelle. Ja, ich würde es annehmen. Ja, Freundchen. So, hier, ich wollte ein Gebäude ausspionieren, glaube ich. Das habe ich zumindest letztes Mal versprochen gehabt, dass ich das mache. Aber Friedbert ist noch nicht wieder da, also müssen wir noch warten. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehauen. Was? Der Papst ist tot? Die Gläubigen der Welt trauern und klagen. Alter Friedbert, wo steckst du denn? Komm mal wieder nach Hause, Junge. Mann. Wo kreuchelt der denn rum? Da kommt er endlich. Na, wohl aber auch Zeit. Ja, und jetzt kommt erstmal wieder hier so ein kleiner Überfall. Oh. Ich glaube, das wird ein bisschen riskant. Ich glaube, wir sollten dann einfach schnell flüchten. Ganz schnell. Ja, ganz schnell. Ja, ich werde ganz schnell flüchten. Los, haut ab. Alter, der wird sogar noch abgeschossen, weil hier hin wieder so ein Typ mit Armbrust ist, oder wie? So, geflüchtet. Ja, wir haben den nicht gekriegt. Aber wir haben... Was? Wir haben zwei Bierkrüge wert von 1333 erbeutet. Alter, das war natürlich... Geschäft meines Lebens. Na, ganz so ist ja auch nicht. So, Christ, Friedbert, komm an, du kannst auch später noch trainieren und Sigmar. Ihr könnt jetzt Bürger aus Amdru, waren wir da schon mal? Ich weiß es nicht. Nee, hier unten geht man auch hier unten nochmal ein Häuschen ausspionieren oder so. Was gibt's denn da noch? Parfümerie. Sind aber alles keine Wohnhäuser, ne? Nein, Leute, ich brauche, ich will euch jetzt nicht. No, Mann! So, bitteschön. Beeilt euch. Ich will nämlich noch ein Gebäude ausspielen, sonst geht hier alles von der Zeit ab. Ja, ich schultere die schwere Last. Hallo? Ich würde gerne hier einfach nur... Ja? Ah, so. So, hier, geht auf ihn, hier, geht auf ihn drauf. Hallo? Du sollst auf ihn drauf gehen. Der hat sich jetzt erstmal die Kiste hier eingesteckt. So, komm, geh mal da drauf da hier. Das wird doch nicht so schwer sein. Der ist doch schon hoffentlich bald mal weg hier, der Heinzelmännchen. Komm, war's das? Das war's. Okay, sehr schön. Dann den nächsten hier. Schnappt ihn euch. Den kleinen Wicht. Ach, Räuber sein macht Spaß. Ja, das verstehe ich. Oh, das hat aber... Das war ja richtig böse. Haha. Sehr schön. Wir haben sie gelungen. Uns ist es gelungen, sie zu schlagen. Und haben toll 240 Taler Wolle gekriegt. Wow. So, jetzt aber hier. Jetzt muss ich schon wieder alle auswählen. Jetzt kommt gleich schon wieder was. Ich sehe es schon. So. Wo ist denn der vierte? Friedbert, so, hier kommt, dann geht jetzt halt einfach schnell hier hin spionieren. Stein und Arbeit, kommt, guck mal da. Lukas Schlons stand da gerade. Oh, das ist ja genau der Richtige. So, Angebot wieder mal abgelehnt, ja klar. Menschliche Lastern, ja, ja. Nikolaus der Fünfte hat sein Leben ausgehaucht. Zollmeisterin Wotan von Meucheltan ermahnt euch mit ernster Miene. Was? Dass ihr eure Aktion wieder zu Hause in Meucheltan sofort einzustellen habt? Was? Ich mach doch gar nichts mit dem Meuchetan. So, Training ist abgeschlossen, ja. Toll. Jetzt sind die Beweise gegen Lukas Schlons unbrauchbar geworden. Danke. Unser Team ist es gelungen, da einzubrechen. Das ist auch schon mal schön. Der Papst ist ja leider gestorben. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte nach meinen Berufen gucken. Ich bin im Moment erster Meistergrad Totengräber. Ja, was darf ich denn damit leiten? Ich dürfte damit leiten, spezielle Gebäude, nee, Handwerksbetrieb, das geht unter Handwerks, Totenfeld. Und ich wette, es gibt kein Totenfeld mehr. Wollen wir darauf können wir sicherlich wetten, ne? Wo waren überhaupt diese Gebeinsachen hier? Da gab es doch irgendwas hier. Wo war... Oh Mann, ihr Scheißräuber, könnt ihr das nicht mal alleine klären? Echt? Die kriegen nichts alleine hin. So... Ja, na klar, schulde ich die schwere Last. Auf geht's.
So. Du schnappst dir schon mal das hier. Ah, oder auch nicht. Dann müssen wir jetzt erst den hier machen und den hier umbringen. Wenn der leider es so will. Oh, Freundchen. Du bist doch gleich ewig. So, und du schnappst dir die Kiste hier. Bitteschön. Dankeschön. Und jetzt auf ihn drauf. Alle auf ihn drauf. Er hat auch keine Chance. Na, jetzt flüchtet er. Na, was soll's. Wir haben aber alles gekriegt. Jürgen stirbt. Oh, wir haben ihn anscheinend mit dem letzten Schlag noch erwischt. Der Arme. Nur ein bisschen Holz war da drin. Ja, da lohnt sich das ja wieder herrlich hier. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe gerade nach einem Totenfeld gesucht, ne? War doch so. Gibt's hier überhaupt eins? Irgendwo gab's hier doch ein Totengräber-Ding. Wo ist die Frage? Wo ist die Frage? Wo war das denn? Hier oben irgendwo, ne? BZW. Gibt's überhaupt eins? Ich habe keine Ahnung. Es steht natürlich immer noch kein Bauplatz zur Verfügung. Wo war denn das? Hier irgendwo da ist der Gottesacker. Gottesacker, es ist wahrscheinlich schon wieder die höchste Stufe. Ja, nicht den nötigen Titel, beziehungsweise Meistergrad. Danke. Joachim ist gestorben. Ach nee, nicht gestorben. War auch nicht. Der Dolch von Bernhard ist unbrauchbar geworden. Menno! Ich will auch mal was kaufen hier. Ich will auch mal was haben, was ich brauche. Bauen kann ich nichts. Das ist. Ich glaube, das wird ziemlich langlebig hier. Wieso bin ich eigentlich nur erster Meistergrad? Und nicht irgendwie zweiter oder so. Oder dritter. Oder soll ich erstmal hier wieder Schneider werden? Damit wir erstmal dann vielleicht Schneider voll kriegen. Weil ich wette, hier wurde die Zeit jetzt wieder zurückgesetzt. Ja, 14:57, naja. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir erstmal den Schneider zu Ende bringen. Und dann können wir gerne noch Totengräber weiter sein. So, jetzt haben wir zwar keine AP mehr, aber was soll's. Informationen, dankeschön. Dann gucken wir doch mal, was es da für Infos gibt. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, schafft ihr das noch, Jungs? Schafft ihr das noch? Ihr kriegt das noch hin, ne? Ihr kriegt das noch hin bis 23 Uhr. Ihr seid doch gut. Lars, Bert und Otto. Lukas, Schlons, Stein und Arbeit. So, bitteschön. Beeilt euch aber. Na, Jungs, nicht hier irgendwie lange rummäkeln. Das muss schnell gehen. 80.000 Taler im Moment. Das ist natürlich sehr gut. Zollmeister Wotan von Meuchetan. Was? Jetzt endgültig Schluss mit euren schändlichen Intrigenspiel? Was? Gott mag vergeben, das Haus von Meuchetan, aber... Wieso Meuchetan? Was habe ich denn mit diesen Idioten am Hut? Die gibt's doch hier gar nicht. Was sind das für welche? Habe ich irgendwie ein Haus von denen oder breche ich bei denen ständig ein? Nö, eigentlich nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Bislang bin ich bei denen doch nicht eingebrochen oder habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Das kann ja auch wieder sein, weil passiert ja öfter mal bei mir, nicht? Aber eigentlich läuft das doch alles. Ach ja, ich wollte doch nochmal hier gucken in meinem Häuschen. Wann ich denn den nächsten Titel? 58, natürlich, 14:58. Naja. Schutzauftrag für Gewandschneiderei Sack und Socke ist abgelaufen. Was? Und es gibt wieder einen Raubüberfall. Na, kommt, Leute. Ja, die Flucht gelingt den fiesen Bewachern da. Ist jemand hier wieder da? Ja, wunderbar. Wunderbar. So, dann kannst du weiter Kampf trainieren. Und unsere anderen Herrschaften gehen dann mal wieder auf Beutezug. Nimmt es von den Reichen, bitteschön. So, jetzt müssen wir ein bisschen die Zeit volllaufen lassen. Und ich bezweifle gerade, dass unsere Leute noch... Oh, doch, die könnten es vielleicht noch schaffen. Was, eine Familie stirbt und wir kriegen 7.000? Das ist ja krass. Und hier kriegen wir 5.400 aus diesem geilen Haus raus. Yay, Freunde, ich liebe euch. Oh, Lukas Schlons möchte kein Schutzgeld. Möchte uns kein Schutzgeld zahlen. So, Leute, kommt. Jemand hat eine Bombe an einem eurer Gebäude gezündet. Was? Eines eurer Gebäude ist vom Brand erfasst worden. Ich kann das nicht löschen, das gibt's doch nicht.
weil ich keine AP hab. Ja, danke, Freunde, danke. Ist ja geil, wer... Das waren bestimmt diese hier von... Von wie auch immer die heißen. Oh, es hat schon aufgehört zu brennen wieder. Anscheinend. Ja, das wird schon. Ja, gut. War offensichtlich eine schlechte Bombe. Oh, Leute, das gibt aber Ärger. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Kommt ihr schnell, ihr Diebeslehrlinge. Kommt schnell hier rein. Dann kann ich euch nämlich noch schnell losschicken. Markus. Und wer kommt noch alles? Bert und Otto. Geht auch nochmal schnell von den Leuten klauen und da... Nein, kommt doch, Mann, ey. Das haben sie, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig geschafft. War ja wieder klar. So, aber wir haben im Moment... diesmal haben wir... Erbschaftssteuer 48.000? Haben die denn Schuss nicht mehr gehört? 48.000? So viel Vermögen hatte ich gar nicht. Alter. Die haben echt den Schuss nicht mehr gehört. Andernorts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Gutenberg druckt die Bibel in deutscher Sprache und verdient ein Vermögen. Die Bibel hat 1282 Seiten. An jeder Seite haben 6 Schriftsetzer einen Tag lang gearbeitet. Nikolaus von Kues treibt Klosterreformen voran. Ihr Mönche, ihr Nonnen, hütet euch vor den Schergen des Nikolaus von Kues, der vor 5 Jahren vom Papst zum Bischof von Brixen erhoben, sich nun für Klosterreformen einsetzt. Sei dieses Ziel doch noch achtenswert, so lasst euch nicht täuschen. Bei Nacht und Nebel werden sie über euch kommen, euch aus euren Betten zerren und mit brachialer Gewalt in den Klosterhof, wo auf einer düster ausgekleideten Sänfte der Reformer sich verbirgt, sodass man kaum sein Gesicht erkennen kann. Wer aber ihm nicht sofort geheißt, dem wird die Kehle durchgeschnitten. Drum hütet euch vor Nikolaus von Kues und seinen Reformen. Ja, nicht schlecht. Ordentlich. So, es ist auch schon wieder Mist. Jetzt hat wieder hier, jetzt geht gerade der Markus los. Ja, genau. Die gehen jetzt gerade erst los. Das ist doch wieder Mist. Hat wieder zeitlich gerade so nicht gepasst. So. Ach, super. Ich muss noch nicht mal flüchten. Sehr gut. Oh, der eine Spießgeselle ist verstorben. Ich kann Spitze werden, will ich nicht. Ach, Leutchens. So, ich werde mal um eine Ehepartnerin, ne? Tja. Wen denn? Hier, Frau Günzler. Ja, ich bin so schrecklich verliebt. Oh ja. So, kriegen wir hier wieder ein bisschen Kohle rein. Echt, jetzt sind wir wieder nur noch auf 29.000 runter. Diese blöde Erbschaftssteuer. Ich krieg mich nicht mehr ein, ne? Mann, oh Mann. Ein neuer Arbeiter kommt zu uns. Also da muss ich jetzt hier erstmal, da muss ich erstmal richtig... Arndt, ich hatte dir doch mal gesagt, dass du trainieren sollst. War es nicht? Ich glaube, ich kann mich dann irgendwas erinnern. So, nee Leute, hier, jetzt wird erstmal wieder spioniert, wenn gerade so viele Leute im Hause sind. Markus, Lars, Sigmar, Bert und Otto. So, das Haus haben wir auch noch nicht gehabt. Juliane Nepper, ja, immerhin da, nicht? Vielleicht gibt es da ja was Schickes. So, guckt mal alle nach, vielleicht gibt es da was Tolles. Mann, oh Mann, oh Mann. Schneidergeselle, ja, vielleicht kriege ich irgendwann eine Schneiderei. Die müsste ich mir dann aber auch kaufen. Das ist echt, dass man das auch nicht bauen kann alles. Das ist so gemein. Ich hätte mir echt eine größere Stadt vielleicht suchen sollen. Dann hätte ich dann nach und nach vielleicht mal so ein kleines Gebäude da bauen können. Vielleicht auch eine zweite, dann hätte ich auch eine zweite Diebesgilde vielleicht gehabt, wo ich dann auch noch unsere Leute losgeschickt hätte. Aber so ist natürlich das nicht so das Wahre. Hier kriegen wir wieder ein bisschen was. Oh, was ist das? Ich werde beleidigt. Aus Versehen. Ja, aus Versehen werde ich von ihm beleidigt. Ich habe die Nase voll. Ja, also wir werden ihn auf ein Duell fordern. Das ist ja wohl klar. Und da werden wir natürlich schnell nochmal Kampf üben. Kampf, wo ist Kampf? Verdammt. Salon, hier, ne? Talent verbessern. Rationelle Prüfung und Duelle. So, bitteschön. Sommer 1457. Ja, Freunde. Haha. Ich bin vorbereitet. So, Schutzgeld, Angebot für die Wandschneiderei, billige Beinkleider. Wunderbar. Und Nachricht auf dem Marktplatz ist irgendwer angekommen. Was gibt's hier noch? Kein neues. Naja. Naja, was soll's. Kein neues Pergament.
Das ist ja ein wenig schade. Ich hatte mich schon gefreut, dass vielleicht was Tolles kommt. Aber kommt da gar nichts. Nein, doch, natürlich. Hier, Leute, Mensch, ich erzähle nur wieder jungen Käse. Weil das ist sowieso irgendwie uninteressant eigentlich, was da hängt. Was es für einen Einfluss hat. Also nach und nach, man muss ja echt sagen, ne, es hat sich ja so ein bisschen eingebürgert. Und ich glaube ja, wenn unser jetzt mittlerweile Otto von Acer, wenn der stirbt, dann werde ich, glaube ich... Oh, ich habe einen neuen Stammbaum. Dann wird das Spiel sowieso vorbei sein? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Fragezeichen. Ich meine, es war so. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder spätestens im Jahr 1600, 1500, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie gab es eine Begrenzung fürs Spiel, ein Maximum. Aber einer eurer Arbeiter kündigt aus Unzufriedenheit. Was? Der Stadtscherge Heidelberg. So, jetzt haben wir ein Gebäude für erfolgreich spioniert, ja. So, Christ und Friedbert, ihr geht Geld klauen. Der Rest geht gleich einbrechen. Ja, der Rest geht gleich einbrechen. Und wenn die eingebrochen sind, dann können sie noch schnell ein anderes Gebäude ausspionieren, hier drüben irgendwo. Und dann wird wieder Schutzgeld, wie auch immer, ne? Nee. So, jetzt müssen wir nur warten, wann die Karawane hier kommt. Die Karawane, die Karawane. Oh, ein Raubüberfall. So, ich schultere die schwere Last. Aber die sind schon wieder geflohen, die Gegner hier. So, das sind doch unsere Diebeslehrlinge. Ja, das sind sie. So, das sind noch mehr Diebeslehrlinge. Jetzt ist schon wieder 15 Uhr. Egal. Wir brechen jetzt ein und wir schaffen das. 3, 4. Schon wieder einer unzufrieden? Alter, was ist denn da los mit denen? Ja, Kampfeskunst habe ich steigern können. Sehr schön. Arbeiter kündigt, also echt. So, das Training ist auch abgeschlossen. So, hier, ihr könnt wieder, und es ist natürlich wieder nix da. Das gibt's ja nicht. Und du darfst weiter trainieren, Freundchen. Du darfst Kampf weiter trainieren. Auch wenn wir Kampf nicht brauchen werden, aber man weiß ja nie. So, jetzt rennt, Jungs, rennt. Halt, da gibt's schon wieder was Neues. Das hatten wir ja schon. Härte Rechtsprechung ist niedrig. So, damit wir in dieser Folge vielleicht noch ein bisschen was schaffen, nicht? So, na, passiert auch mal was? Passiert ja gerade gar nichts hier. Kein Raubüberfall, kein Einbruch, nichts. Neue Arbeiter kommen, ja, schön. So, aber sonst passiert irgendwie gerade gar nichts, ne? Ah, jetzt passiert was. Oh, 5000, sehr schön. Jetzt haben wir endlich wieder ein bisschen Geld. So, jetzt kommen unsere Leute gleich zurück. Und dann, ja, da kommen Söldner vom Wachgang wieder. Und jetzt kommen auch unsere Leute hier vom Rundgang heim. Sehr schön, gefällt mir. Oh, ja. Jetzt hoffe ich hier, dass der das nicht so schnell geht. Und 86 Taler, ach Menno. Und jetzt wird aber hier wie keiner zu Hause. Wo sind die denn alle? Sind die alle noch nicht da? Die sind alle noch nicht da. Och, schon wieder. Nein, ich will nicht, dass die Zeit so schnell läuft. Nicht schnelle Zeitverlauf. Nicht schnelle Zeitverlauf. Ach, das wird auch wieder nichts. Kann man die Zeit auch irgendwie kurz stoppen? So, geht schnell von Reichenklauen. Das wird auch wieder nichts. Ich sehe es doch schon wieder kommen. So, verlasst noch alle schnell die Diebesgilde. Natürlich kommen nicht alle raus. Oder nur einer hat es geschafft. Oder zwei oder so. Naja, immerhin haben wir in dieser Runde einen Gesamtgewinn. Auch schon mal was. So, wieder ein paar AP. Ping, ping. Schutzauftrag ist abgelaufen. Oh, mir wird ein Gebäude zum Kauf angeboten. Okay, Söldner Lars ist gestorben, scheiße. Räuberlehrling Oswin. Oh Mann, ey, ja, ich komm gleich. Ich komm doch gleich zu euch. Okay, das müssen wir aber in der nächsten Folge machen alles. Weil das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. So, denn die Zeit ist nämlich rum. Ja, und das mit dem hier Duell machen wir nächste Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.